Herzlich willkommen bei einem neuen Vlog. Wir sitzen hier gerade vor dem Heidepark und gehen gleich rein. Das Wetter ist nicht so besonders heute, aber wir haben uns das so vorgenommen und machen es trotzdem. Und wir haben uns auch noch was vorgenommen, nämlich, dass wir heute versuchen werden, jedes Fahrgeschäft im Heidepark zu fahren. Ein großes Vorhaben, würde ich sagen. Schaffen wir es? Ich glaube schon. Es wird knapp. Und wir machen das so, jeder hat einen Joker. Wenn man zum Beispiel eine Wasserfahrt nicht machen möchte bei dem Wetter, dann kann man einmal aussetzen. Auf geht's mit dem Vlog. Ja, werde auch kontrollieren, ob die Jungs wirklich versuchen, jedes Fahrgeschäft zu machen. Ich werde aber nicht alles mitfahren. Wenn jetzt alle zu den Achterbahnen stürmen, gehen wir jetzt ins Peppa Pig Land. Hallo zusammen, ich bin Peppa Pig. Und das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Mittag. Die Zeit, die rennt hier. Es gibt wieder mal leckere Pizza. Und wir haben auch schon richtig viel geschafft, ne Johnny? Ja. Was war die beste Fahrt bisher? Die beste Attraktion, meinst du, die ich bisher gemacht habe, ist die Buffet-Attraktion heute hier. Ah, auch bei dir? Auch. Wirklich? Gut, wir haben bisher ja auch nur so sanfte Fahrten gemacht. Das Beste kommt alles gleich erst noch. Auf unserem Marathon durch den Park. Thank you.
habe ich jemanden getroffen. Die sind auch begeistert von dieser actionreichen Fahrt. Wie war's? Ziemlich gut. Nicht. Nicht. So, aber jetzt kommt Action. Und jetzt braucht es doch alles ein bisschen mehr Zeit, ne? Ja. Aber das Wetter ist besser. Also das nächste, was ich machen möchte, ist ja Scream. Ja, gehe ich dann gleich rein. Das dachte ich mir so. Mir ist nach dieser Aufnahme übel geworden. Wir sitzen hier gerade beim Schnitt. Einen Tag später, mir geht schon wieder besser. Bin aber heute trotzdem nicht in die Schule gegangen. Und falls sich jetzt welche denken, irgendeine Ausrede, dass ich nicht Scream fahren kann. Steffen kann bezeugen, ich wollte ihn gerne fahren. Ich bin ihn öfters gefahren und ja, ich mag den Scream sehr gerne. Kann er bezeugen. Also keine Ausrede. Mir ging es wirklich nicht gut. Fing auch an mit Bauchschmerzen und so. Ja, jetzt geht's mir zum Glück besser. Unsere letzte Aktion im Heidepark für heute wird sein Kolossos. Wir haben es nicht geschafft, alle Attraktionen an einem Tag durchzuführen. Die Wartezeiten sind sogar mit dem Express-Butler etwas zu lang heute, sodass wir einige Bahnen nicht machen konnten. Und noch was ist hinzugekommen. Ja, also John, der wirklich hart im Nehmen ist, nur die harten Bahnen immer gefahren ist sonst und heute mit den kleineren, ruhigen Sachen angefangen hat, dem geht es überhaupt nicht gut. Der hat es irgendwie mal im Kreislauf und ja, der muss aussetzen. Und deswegen springe ich jetzt ein und nehme noch die Kolossusfahrt mit. John ist eben nur harte Sachen gewohnt. Wir hoffen mal, dass er es noch schafft, uns gleich im Kolossus zu filmen. Auf geht's. Ja, gute Fahrt. Sind wir auch schon auf dem Parkplatz und los geht's schon mal. Ja, los geht's und mir geht's nicht so gut, deswegen fahren wir jetzt auch schon ein bisschen früher los. Naja, es ist 18 Uhr, wir haben eigentlich den Tag im Park voll ausgenutzt. Hätten noch ein bisschen mehr schaffen können vielleicht. Stimmt natürlich, aber am Ende mussten wir noch ein bisschen abbrechen, weil es mir nicht gut ging halt. Ja, geht's mir aber noch nicht. Wir haben auch diesmal, war ganz schön, wir haben Zuschauer sozusagen auch getroffen. Ja. Und das war ganz nett und ja, da haben wir auch ein bisschen was zusammen gemacht. Und wir haben viele Bahnen gemacht und geschafft, die wir sonst niemals gemacht hätten. Ja, haben wir und ja, also
mir geht's halt, wie gesagt, nicht so gut. Deswegen geht's jetzt nach Bremen, ne? Deswegen geht's jetzt auch nach Hause. Und naja, ich hoffe, dass mir morgen besser geht. Natürlich, wenn es mir morgen nicht besser geht, habe ich natürlich einen Vorteil. Ich muss morgen nicht in die Schule. Aber eigentlich ist morgen ein voll guter Tag. Meine Lieblingsfächer sind dann auch da. Und ja, also ich laber nicht mehr viel rum. Das wäre gut. Das war's jetzt mit dem Video. Ich habe ein bisschen Schluck auf. Wenn euch das Video gefallen hat. Kommt vielleicht schon vom Pombeeren essen. War schon vorher. Könnt ihr das Video ja hier liken und uns abonnieren. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss. Tschüss. Tschüss.